Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Loppala Landwirtschaftssimulator 2013. Wieder mit dem Tino. Hi, Leute. Mit dem Kluggi. Hallo. Das war's. Und mit dem Randy. Ja. Ach, das war verkehrt. So. Ach, der Schneidwachs war nur mitten da geparkt. Gut, nennen es nicht geparkt, nennen es geteleportiert. Ja, und hier bleibst du überall an den Büschen hängen. Solange der Baum da stehen bleibt, wo er steht, soll. Also, ne. Gucken wir, ob ich jetzt hier rauskomme. Oder einer zieht das Ding mal fort. Also irgendwie hat es funktioniert. Geht? Ja. Sehr schön. Schau mal die anderen Ballen noch von dem Anhänger ab. Na, ich glaube mal, die Hallen sind noch nicht dafür gedacht, dass du mit Autos den Knall ballerst. Wahrscheinlich für die manuelle Ausladegeschichte gedacht. Aber da ist ja. Da ist ja das Problem. Hackschnitzel, jetzt wegfahren, los! Ja. Zeit runter. Hm. 2000. Aber 2000 kriegt man. Ja. Nochmal über 20. Hm. Oh, warum drücke ich denn jetzt ständig Leertaste hier? Jetzt geht's wieder. Das ist schon cool gemacht bei dem Autostack. Also die Ballen entlade ich jetzt nicht, weil da gehen noch zwei Stück drauf. Okay, was wir jetzt noch mal, wir machen ja dann noch mal Stroh. Würde ich sagen, da lasse ich die erstmal drauf. Was mich ein bisschen ankotzt, ist ehrlich gesagt, dass hier, du hast hier für Geräte, ist hier für den Arsch. Ja, hier die Geräte alle, wo du gerade drin warst. Ach so, ja, warte mal, da stelle ich den jetzt auch rein. Fahr mal weg. Ein Stückchen. Dieselzeug. Meinst du, das funktioniert, Gigi? Ja, warum nicht? Genau. Du hast hier hinten nur noch, die kannst die Tore auch zur Seite schieben. Ne? Nee, das, was du da gerade vorhast. Ich probier's einfach. Wenn's nicht geht, ne, dann geht's halt nicht. Ich wollte noch über die Wiese da oben. Welche Tore kann man noch zur Seite schieben? Ja, die, die dort sind. Da brauchst du nur hingehen und O drücken. Oder nicht? Nee. Dann klappt nur das in der Mitte noch auf. War klar. Also gar nicht zu. Wunder. Was braucht er gar nicht versuchen? Sieht interessant aus. Ich weiß, es ist so ein schönes Farbspiel, muss ich dazu sagen. Ne, der Ursus. Ursus? Was ist mit dem? Da ist ein bisschen hingefallen. Der ist müde. Achso, er hat schon Zeit gelegt. Das Tor hat ihn geärgert. Ach nee, warum bumst mich das Spiel noch jede Woche und erneut wieder, ey, das gibt's ja gar nicht. Weißt du, was so schön ist? Nee. Wir gehen jetzt 2 Monate draußen und haben noch 2 Jahre mit dem Spiel vor uns. Na, 2 Jahre sind's nicht mehr. Naja, dann halt 1 Jahr und 10 Monate. So, das haben wir auch wieder geklärt. Ach, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier dann den Schneidwerkswagen wegfahren. Also, es hat irgendwas mit dem ominösen Konkurrenzprodukt nächstes Jahr was auf sich.
Also das hier macht er jetzt erstmal so nett. Kann aber wohl sein, dass da noch wegen dem scheiß Stroh. Ja, aber du kannst ja. Kannst ja mal durchschalten, ob der Kanal lernt da steht, aber ich glaube weniger. Die war noch aufgeklappt. Wenn man das Gerät nicht hat. Ich muss es erst wieder halt trocknen. Naja, du kannst aber auch nix. Verstecken. Absenken. Klappen. Wo ist denn der große Drescher? Da würde ich jetzt mal ein bisschen hier dreschen. Der ist auf dem Felder. Ah, das müssen wir trocknen. Wahrscheinlich dann. Na, also. Sag mal, habt ihr einen Helfer? Ich hab den Helfer, ich hab den Helfer gerade für dich aktiviert, ja. Dass er nicht sinnlos rumsteht. Aha. Und wenn du mit dem Schneidwerkswagen hin willst, aber. Das Schneidwerk dann wieder zurück. Ja, der ist da scheiße. Ach, ey. Muss ja unbedingt das Reifenrohr deaktivieren. Was muss ich? Muss ja unbedingt das Reifenrohr deaktivieren, so jetzt. Wo zur Hölle ist jetzt die Palettenkabel? Hier. Jetzt schält sie sich brötlich an. Was ist denn hier los, ey? Gar nicht. Und rum bitte. Nein! So, jetzt haben wir mal ein bisschen Rapsernte hier. Da gibt echt eine Menge rein in das Teil, ey, muss man sagen. Gute 10.000. Nun gucken wir uns das Ganze mal an. Was guckst du denn an? Palettenmission, wenn wir gucken, wie der Zeitbonus jetzt ist. Bei der Palettenmission war es ja immer normal. Ja, war ja nur bei Getreide. Wir hätten ja aber allgemein so den Zeitbonus dramatisch reduziert. Bei Paletten gab es ja nicht viel, da gab es immer nur 100, 200, maximal 2000. Oh, allgemein, wie sie es geschrieben haben, war es halt gut. Das funktioniert zuverlässiger und das funktioniert zuverlässiger. Funktioniert zwar immer noch nicht richtig, aber es funktioniert zuverlässiger. Haben wir wirklich alles Raps angesehen? Ja, Tatsache, ne? Ja. Naja, aber das ist jetzt schnell geerntet hier mit unserem 10,50 Meter Gigant. Ich mache ja oben mal so eine Wiese schon mal fertig. Noch so eine Wiese schon mal fertig. Kommen wir dann quasi irgendwann nur noch den Zähler. Der Zähler ist da eigentlich günstig, oder? Ja, wie ist denn das? Wie ist denn das jetzt? Konntest du die pressen, die Beine? Ich hab das nicht mitbekommen. Nee. Gras? Also entweder liegt es daran, dass es Gras ist, oder es liegt daran, dass da noch Stroh drin ist, aber du kannst sie nicht ausleeren. Okay.
Also müsstest du dann quasi noch einen Strohballen pressen und den dann bis 1 machen, wird es da genau ausleert. Was ist denn der Zähler überhaupt? Oder? Leider. Den 3 Kostar. Was wir eigentlich mal machen können, so eine kleinen Sachen wie zum Beispiel die Mods mit reinnehmen, wo der Spritverbrauch angepasst wird. Weißt du, das sind ja wirklich so eine Mini-Mods. Verträgt sich aber nicht mit dem Driving-Mod. Achso, da war wieder was. Also uns ist deswegen schon mal das Spiel abgeschmiert. Daran lag das? Ja, aber weil das Driving-Ding dann dadurch Fehler ausgehalten hat. Wie das jetzt mit der aktuellen Version ist, weiß ich nicht. Es könnte behoben sein. Der von der den Blackie rausgehauen hat, da geht der, was hast du gesagt, an der Drehzahl. Ne? Ja. Na und sowas? Ja, und da gab es aber schon ein Update, das geht jetzt direkt irgendwie nach Gewicht oder sowas. Also je nachdem, wie stark der ziehen muss. Also wenn der jetzt langsam fährt, dann schluckt der auch mehr. Du hast ja den momentanen Verbrauchsanzeige. Also, das ist cool. Können wir mal rein theoretisch mit rein nehmen, ja. Ja, sollten wir mal. Noch mehr Zoll. Ist doch cool. Ich finde es nicht schlecht. Wenn der Dino ständig an der Tanke steht. Warum? Du musst doch mal schalten, Junge. Nein, der hat noch Eingang. Ja, also für 3000 Ocken. Das ist ja verschenkte Zeit gewesen. Ja. Gab nicht noch was. Ja, es gibt einen Zähler. Kannst du schon mal abtanken, ja. Das gibt's. In der Morgen muss man aber nicht, sag ich mal. Muss man nicht, ne, das ist richtig. Dann bleibt der Drescher einfach hier stehen, ist mir wurscht. Das Spiel kann man lange spielen, du kennst mich. Was? Mir ist das scheißegal, wenn du mich abtankst, tankst du mich ab. Ja. Hebt mich kein Zentimeter an. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Ja, nicht. Gut, haben wir's geklärt. Oh, wunderbar. Deutschland wird da gerade ein Stück Buchenholz nachgelöscht. Dein Abendzimmer. Ein schönes ja. Weihnachtszeit immer ein bisschen wie das. Ist was Schönes? Ich fahr gerade den Lambo komplett ohne Sound. Oh, weil er aus ist oder wie? Oh, der ist aus, aber ich fahr trotzdem. Sogar die Handbremse ist angezogen. Doch, schön. Hörst du was, Tino, wenn ich an dir vorbeifahre? Was sagst du, Kligi? Hörst du was, wenn ich an dir vorbeifahre und der Traktor läuft? Nö, oder? War das jetzt ein Ja oder nee, oder? Fahren wir nochmal vorbei. Ich glaube, der ist aus. Ja. Ist das E-Modell? Das lässt sich trotzdem fahren. Machen wir nochmal an. Ach, da zieht er plötzlich ohne Handbremse. Wo willst du denn hin? Ein bisschen hier, ja? Ja, ein bisschen. Behängern jetzt hier rüberkomme. Hey, kommt da nicht hin, muss ich schon mal drehen. Achso, wenn nicht, fahren Drescher rum. Ich dachte ja nicht, dass du sofort jetzt gleich voll bist. Der ist randvoll. Du willst. Hä? Auf Feld fährst du durchs Feld? Ja, warte. Ja, jetzt steht er mitten drin in der Insel. Weil da werde er ja mal den Mathe aktivieren müssen. Oh, geh doch mal aus meinem Drescher jetzt, was machst denn du nur? Den so positionieren, dass Klicken abtanken kann. Oh Gott, das kann er nicht alleine? Nee, kann er nicht. Wolltest du schon nicht abtanken kommen, also? Ja, heul ne rum. Deine Trends in mein Kleid geht oder wie ist das so, ich weiß es nicht. Du quatschst ne Scheiße, Junge, ey. Ja, das ohne sind einfach Mist. Nur Insider, die also das sind. Das sind Insider, ja. Also sind so Webseiten, wo du nicht reinkommst. Nee, will ich auch gar nicht, brauchst keine Angst haben. Das schmeckt mir nicht.
der leer? Jupp. Ja, 400, 300. Ja, die Insel geht ja noch locker so, ne? Jo. Jetzt sind ja drüben quasi auf dem weiter. Jetzt stelle ich mir den schon ein. Geld ist jetzt alles alle, oder? 17k haben wir noch. Kannst du mal den Zähler noch holen? Nur zu probieren, ob das funktioniert, dann gleich mit Dings, oder ob wir da erst wieder ein bisschen Strom machen müssen, weil dann müsste ich nämlich die beiden fast wieder zurückfahren. Ja. Dann hören wir den Klink eben, ne? Ja, nur, ach, mehr brauchen wir ja nicht, wir haben ja noch nicht mal Viehzeug. Ja, dann werden wir. Jetzt weiß ich keinen großen geben, hast du ja noch einen kleinen. Ich kann auch mal einen großen ausgeben. ZB, gut, wir sind aber erstmal wieder fertig hier für den Part. Ja, was ist denn hier los? Noch ein Flachwitz am Ende, Herr McManus? Nee, hat er schon, danke. Also, hat er schon, gut, haben wir gar nicht mitgekriegt. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mir Däumchen da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaut auch mal bei die Tina vorbei, dass er nicht so einsam ist, ne? Bis dann, haut aber. Wiedersehen. Tschüss.